Gottes Botschaft an dich heute. Lieber Sohn, liebe Tochter, ich werde direkt sein. Ich komme hierher, um dir mitzuteilen, dass Gott mir gesagt hat, dass heute Abend etwas Außergewöhnliches mit dir geschehen wird. Es war alles geplant. Gott bittet dich inständig, dies zu hören. Du darfst Gott nicht ignorieren, du darfst diese Botschaft nicht ignorieren, um später keine Reue zu empfinden. Es ist sehr wichtig, es wird heute Abend geschehen. In wenigen Minuten wirst du bereits die Gnade spüren können. Ich bitte dich, erzähle es niemandem, halte es geheim. Denn in den nächsten 90 Sekunden wird sich dein Leben mit Segnungen verändern. Dein Leben wird aufblühen wie nie zuvor. In den nächsten 90 Sekunden wirst du Zugang zum Schlüssel haben, der dir alle Türen der Gelegenheit öffnen wird. Beantworte diese drei Fragen in deinem Kopf, bitte. Lass uns eine Vereinbarung treffen. Ich zeige dir alles in diesem Video, und du bleibst bei mir bis zum vereinbarten Ende. Kann ich auf dich zählen? Und am Ende werde ich gemeinsam mit dir für die Erfüllung all dieser Segnungen beten, die in deinem Leben geschehen werden. Deshalb flehe ich dich an, ignoriere es nicht. Sieh, was Gott dir in dieser Botschaft sagt. Gott sendet dir eine Botschaft und offenbart dir, dass du kurz davor stehst, einen unerwarteten finanziellen Segen zu erhalten, den höchsten in deinem Leben. Du wirst bald verstehen, warum du trotz Schwierigkeiten standhaft bleiben musstest. Ein seltenes und außergewöhnliches Wunder steht kurz bevor, sei gespannt. Bald wird sich alles verändern und anders sein als zuvor. Dein Weg steht kurz davor, sich für immer zum Besseren in deiner Reise zu verändern. Dein jüngstes Wachstum wird auf eine lohnende und tiefgreifende Weise belohnt werden. Bleibe wachsam. Speichere dieses Video als Zeugnis für die Segnungen, die nach diesem Video in deinem Leben geschehen werden, denn sie sind nicht geschrieben. Habe keine Angst, dein Leben wird sich heute Abend vollkommen verändern. Schreibe in die Kommentare, ich akzeptiere, um zu zeigen, dass du annimmst, was für dich bereit ist. Wenn du hier bist, ist das bereits ein Zeichen. Nur einige Menschen werden diesen Segen haben, und du gehörst dazu. Ich danke Gott. Du bist auserwählt. Du wirst stärker, als du dir vorstellen kannst, geistig und mental. Alles, was bisher geschehen ist, sollte dir helfen, dich weiterzuentwickeln und deine innere Kraft zu entdecken. Deine Widerstandsfähigkeit ist bemerkenswert, und nichts kann dich aufhalten. Gott möchte, dass du weißt, dass der Kampf nicht deiner ist, er gehört ihm, und dieser Kampf ist bereits gewonnen. Empfange dieses Wort. Wenn du den Wunsch verspürst aufzugeben und denkst, dass du nicht aufstehen kannst, erinnere dich daran, dass deine Stärke von ihm kommt. Deine finanzielle Situation mag unausgewogen sein, aber du wirst heute Abend einen finanziellen Segen erhalten, glaube daran. Glaube an Gott. Gib niemals auf, denn er hat erstaunliche Pläne für dich. Alle deine Schwierigkeiten werden überwunden. Dein Weg wird mit jedem Tag, der vergeht, immer klarer. Empfange dieses Wort. Gott möchte dir sagen, dass heute Abend Wunder geschehen können, bald. Nimm diese Informationen an, heute wird etwas Gutes in deinem Leben passieren. Die Finanzen werden gesegnet sein, Heilung wird kommen, deine Gebete werden erhört, neue Möglichkeiten und Türen werden sich öffnen. Bereite dich heute vor. Etwas, wofür du gebetet hast, nährt sich, und Gott wird dir bald die Schlüssel in die Hand legen. Empfange diese Gnade. Mache dir keine Sorgen über Dinge, die außerhalb deiner Kontrolle liegen. Gott ist, wer er ist, lass ihn damit umgehen. Erwarte heute Abend Nachrichten, denn Gott handelt im Hintergrund und kämpft tapfer für dich. Gott wird dir eine ganz besondere Tür öffnen, auch wenn du nicht daran geklopft hast. Die finanziellen Segnungen, die du erbeten hast, werden erstaunlich sein. Halte an deinem Glauben und deinem Vertrauen in Gott fest, denn er hat wunderbare Pläne für dich. Empfange dieses Wort. Gott hat noch ein weiteres Geheimnis,
das bis zum Ende dieses Videos enthüllt wird. Schau dir alles an und überspringe nichts, damit du später keine Reue empfindest. Eines der Geheimnisse, die später enthüllt werden, hat mit dem zu tun, was du siehst. Wenn du anderen in ihrem Glauben und in der Verbreitung des Wortes Gottes hilfst, kommentiere, evangelisieren ist notwendig. In diesem Moment möchten wir eine großartige Nachricht verkünden. Der Schlüssel, den Gott auf deinen Weg gelegt hat, ist hier und bereit, von dir genommen und verwendet zu werden, um alle Türen zu öffnen, die du brauchst. Bevor wir fortfahren, muss ich dich warnen, dass dieser Schlüssel nicht für alle bestimmt ist, sondern nur für diejenigen, die eine transformative Beziehung zu Gott suchen. Wenn du hier bist, ist das bereits ein Zeichen. Schaue weiter, um die Gnaden zu empfangen, die bereits für dich bestimmt sind, denn du wirst in der Lage sein, alle finanziellen Türen zu öffnen und dich von jeder Krankheit oder jedem Unheil zu befreien, das dich heimsuchen möchte. Dieser Schlüssel kann von dir verwendet werden, selbst wenn du wenig Zeit hast. Glaubst du bereits, dass die Segnungen kommen? Dann kommentiere, ja. Dies sind die Worte von Jesus Christus, unserem Herrn. In diesem Moment, meine Kinder, möchte ich mit dir sprechen und dich an die tiefe Weisheit und Liebe erinnern, die das Universum durchdringen. Vertraue dem Plan, der dein Schöpfer ist. Ich habe eine dauerhafte Bewegung in Gang gesetzt, die Stille bleibt, erkenne, dass ich immer bei dir bin und dich auf jedem Schritt begleite. Mein Kind, der finanzielle Segen wird zu dir kommen. Wenn du es am wenigsten erwartest, wird das Geld für dich auftauchen und aus Quellen kommen, die du dir nicht einmal vorgestellt hast. Bewahre dieses Video als Zeugnis auf. Achte auf jedes einzelne dieser Worte, denn es gibt ein Geheimnis, das nur für dich bestimmt ist. Heute ist wichtig, es wird in wenigen Minuten passieren. Ignoriere diese Botschaft von Gott nicht. Prophetiere das in dein Leben. Ich bin wohlhabend, ich bin reich, ich habe Überfluss. Das Geld kommt aus verschiedenen Quellen zu mir und bleibt bei mir für den Aufbau meines Reichtums. Jeder Teil der großen Reise des Lebens hat einen Zweck, auch wenn die Dinge unsicher erscheinen. Vertraue darauf, dass sich alles auf die beste Weise klären wird, denn ich kümmere mich um alles im Hintergrund. Lasse deine Sorgen und Ängste bei mir, denn ich bin der Hüter der Sterne und kenne den Weg, den du gehst. Achte auf jedes einzelne dieser Worte, denn es gibt wichtige Neuigkeiten. In 3 Stunden wird es geschehen. Es wurde alles geplant. Es wird in deinem Zuhause sein. Bitte höre aufmerksam zu, mein Kind. Habe uneingeschränktes Vertrauen, dass du einen Zweck in deinem Leben hast, erfüllt von Segnungen, Wachstum und Erfolgen, die über deine Vorstellungskraft hinausgehen. Prophetie, dass die göttlichen Segnungen kommen. Prophetie, dass der Reichtum zu dir kommt. In diesem weiten Universum bist du ein wertvoller und wesentlicher Teil. Du besitzt einzigartige Fähigkeiten, Talente und Erfahrungen, die zum Ganzen beitragen. Vertraue auf deine innere Essenz, denn sie spiegelt die Liebe und das Licht wider, die in dir sind. Wenn du dich verloren oder überwältigt fühlst, erinnere dich daran, dass ich immer an deiner Seite bin. Ich bin wie eine sanfte Brise, ein Sonnenstrahl, der deine Reise wärmt, und eine leise Stimme in deinem Herzen, die dich leitet. Lass uns zum abschließenden Gebet übergehen, lieber himmlischer Vater. Heute neigen wir unsere Herzen vor dir mit Dankbarkeit und Demut. Wir finden Trost in deiner göttlichen Gegenwart. Wir wissen, dass du der Leuchtturm bist, der uns in Zeiten der Unsicherheit führt. Wir erkennen an, dass jede Herausforderung, der wir begegnen, eine Gelegenheit für Wachstum und Transformation ist. Und wir setzen unser Vertrauen in deinen liebevollen Plan für uns. Achte auf jedes einzelne dieser Worte, es wird heute Abend sein. Ignoriere dieses Wort von Gott nicht. Die Belohnungen für die Anstrengungen, die wir in die Suche nach Verbesserung investieren, werden sich bald zeigen, und das Licht deiner Segnungen umhüllt uns, während wir voranschreiten. Wir erinnern uns daran,
dass die Erfolge das Ergebnis deiner Gnade und unseres Engagements sind. Herr, wir danken dir für diesen gegenwärtigen Moment und für die Verheißung der Zukunft. Jede vergossene Träne, jedes geflüsterte Gebet, hast du gehört und mit deinen Wundern beantwortet. Strecke deine heilenden Hände über uns aus, stärke unsere Gesundheit, erneuere unsere Hoffnung. Wir vertrauen darauf, dass der Weg zu unserer gewünschten Stelle unter deiner Führung verläuft. Dein Wohlstand, Reichtum und Überfluss manifestieren sich in diesem Moment. Empfange heute, wir umarmen den Glauben und handeln, als ob unsere Wunder bereits im Gange wären. Wir folgen deinem Weg und vertrauen auf deine Sichtweise, die über unser Verständnis hinausgeht. Wir bewahren unsere Integrität und Reinheit, denn wir wissen, dass diese Tugenden uns definieren, unabhängig von den Herausforderungen, denen wir begegnen. Drücke auf den Positivitätsknopf, das gefällt mir, um das Wort Gottes an mehr Menschen weiterzugeben. In Zeiten der Dunkelheit erinnern wir uns daran, dass dein Licht immer den Weg zurück zu uns findet. Wir akzeptieren die Veränderung, lassen die Vergangenheit los und verbinden uns mit der Gegenwart. Reichtum und Wohlstand werden fließen, denn wir vertrauen auf deinen göttlichen Plan für unser Leben. Wir danken für diesen neuen Tag, für die Gelegenheit, ein erfülltes und glückliches Leben aufzubauen. Wir lassen die Beschränkungen los, die uns zurückhalten, und umarmen die Geheimnisse des Lebens, die uns offenbart werden. Du bist unsere Stärke, unser Führer und unsere Beschützung. Mit Dankbarkeit schauen wir voller Hoffnung auf die Zukunft und wissen, dass deine Liebe uns stützen und zu besseren Tagen führen wird. In deinem Namen, Vater, beten wir und danken wir. Amen. Lieber Gott, zur vollen Entfaltung deines Segens bitte ich dich, segne mit deiner unendlichen Gnade diese deine Kinder, die zuhören, damit sie heute alles empfangen können, was sie vom Herrn erbitten. Wenn es bereits an der Zeit ist, dir überreicht zu werden, danke ich dir dafür, dass du uns bedingungslos hörst und liebst. Wir vertrauen auf dich. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Inmitten dieser gemeinsamen Reise möchte ich betonen, wie wichtig jede Wort und jedes Gefühl sind, die du aufgenommen hast, für den Weg, den wir mit Gott gehen. Die Botschaft der Hoffnung, der Transformation und der Verbindung zum Göttlichen ist ein Leuchtfeuer, das uns in dunklen Stunden führt und uns mit einer Liebe umgibt, die alle Barrieren überwindet. Denke immer daran, dass die Liebe und Gnade Gottes unerschütterlich sind. Ich lade dich ein, weiterhin an das Wunder der Segnungen zu glauben, die sich bei jedem Schritt entfalten. Selbst wenn die Schwierigkeiten zu groß erscheinen, erinnere dich daran, dass Gott präsent ist und die schönsten Antworten auf unsere Gebete webt. Der Schlüssel, den du jetzt in deinen Händen hältst, ist das Symbol für deine direkte Verbindung mit Gottes Willen. Er ist der Zugang zu den Türen der Gelegenheiten, die er speziell für dich vorbereitet hat. Halte diesen Schlüssel nahe bei deinem Herzen und vertiefe deinen Glauben, denn die Reise ist fortlaufend und voller Überraschungen, die nur durch Gottes Führung offenbart werden können. Ich danke dir dafür, dass du diese Reise mit uns gehst und Platz in deinem Herzen für Gottes Botschaft machst. Möge das Licht in dir weiterhin jeden Schritt deiner Reise erhellen und unerwartete Erfüllungen und Freuden bringen. Denke immer daran, du bist geliebt, geführt und gesegnet. Tippe, ich bin gesegnet. Liebe Brüder und Schwestern, mit Freude und Vertrauen komme ich heute zu euch. Unser Kanal ist mehr als nur Videos und Worte, es ist ein Raum, in dem das Licht der göttlichen Wahrheit hell leuchtet und Herzen und Seelen mit Gottes Wort berührt. Um uns bei der Fortsetzung der Verbreitung dieser Botschaft der Liebe, Hoffnung und des Glaubens zu unterstützen, zählen wir auf die großzügige Unterstützung von jedem von euch. Wenn dich die Botschaften, die wir übermitteln, oder die Reflexionen, die wir anbieten, berührt haben, lade ich dich ein, Mitglied des Kanals zu werden oder eine Spende in beliebiger Höhe zu tätigen. Wenn der Herr dich dazu bewegt, uns zu helfen, indem du Mitglied wirst oder eine Spende machst, wirst du ein Partner in dieser heiligen Mission sein.
Der Betrag spielt keine Rolle, er wird einen signifikanten Unterschied machen, damit wir weiterhin die göttlichen Botschaften verbreiten können. Klicke auf die Schaltfläche Mitglied werden oder die Schaltfläche Vielen Dank unter dem Video und mach dich bereit für diese Zweck und Wirkung erfüllende Reise. Wenn du keinen Betrag beisteuern kannst, mache dir keine Sorgen, du kannst uns helfen, indem du dieses Video teilst, um mehr Menschen zu erreichen und das Wort Gottes weiter zu verbreiten. Jede Hilfe ist wie ein Samenkorn, das auf fruchtbaren Boden fällt und sich in Liebe und Verständnis verwandelt. Lass uns gemeinsam einen Ort schaffen, an dem die Liebe Gottes strahlt, der Glaube gestärkt wird und die Hoffnung erneuert wird. Ich danke allen, die bereits Teil dieser Familie sind, und allen, die in Erwägung ziehen, sich uns anzuschließen. Möge uns die göttliche Gnade in unserer Mission führen und stärken. Wisse auch, dass ich immer stolzer auf dich werde, denn ich weiß, dass du zunehmend danach strebst, in meiner Gegenwart zu sein. Ich werde noch glücklicher und stolzer sein, wenn du bei mir bleibst. Dafür klicke einfach auf das Video, das jetzt auf deinem Bildschirm erscheint. Ich habe es mit viel Liebe für dich vorbereitet. Wir sehen uns dort.